Freut mich, dass du auch bei einem weiteren Sammelguide in Midgard wieder mit am Start bist. Wir sind auf dem Weg zur Räuberhochburg. Aktuell befinden wir uns noch im Räuberversteck, das wir in der letzten Folge behandelt haben. Und in dem nächsten Gebiet, da gilt es, zwei Sammelobjekte mitzunehmen. Und ich möchte hier eingangs nochmal erwähnen, wir spielen das Ganze nach Abschluss der Story. Von daher, falls du dich nicht spoilern lassen möchtest oder sonstiges, dann komm einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wieder hier zurück. Aber wenn das für dich fein ist, dann kannst du auch gerne hier mit am Start bleiben. Generell ist es bei den Folgen immer so, dass es natürlich hier und da zu einem Spoiler kommen kann. Aber ich will es einfach nur am Anfang nochmal erwähnt haben, weil man mich auch in den Kommentaren nochmal darauf hingewiesen hat. Und ja, dann werde ich versuchen, das, wo es geht, natürlich auch nochmal mit zu erwähnen. So, jetzt sind wir schon an der Räuberhochburg angekommen. Und wir schauen nochmal kurz auf die Karte. Wir sind über den See der Neuen gefahren. Und hier in der Ecke, dort unten, da gibt es dann auch die Räuberhochburg. Du darfst dich nicht wundern, manchmal sind das wirklich so mega kleine Gebiete. Ich meine, das nächste Gebiet wird sogar noch kleiner. Da haben wir tatsächlich nur ein Sammelobjekt, beziehungsweise einen Punkt abzuarbeiten. Und der besteht dann wirklich auch nur darin, das entsprechende Gebiet zu clearen. Das bedeutet also, in der nächsten Folge, ich meine, in der nächsten ist es der Fall, dort zeige ich dir dann vor allem natürlich, wo du das Ganze findest. Denn manchmal sind die Sachen nicht so einfach zu finden, dadurch, dass sie natürlich erst auch von den Gebieten her dann freigeschaltet werden, wenn du dich dahin schon begeben hast. Und falls du halt an den entsprechenden Punkten noch nicht warst, dann ist es halt schwierig. Wie willst du dann wissen, wo ist jetzt zum Beispiel die Räuberhochburg? Hier ist sie. Genau da. Das ist die Räuberhochburg. Das ist deren Festsaal. Und wir haben auch hier einen weiteren Punkt von der Sidequest abgeschlossen. Wie gesagt, wenn wir diese ganzen Räuberverschläge erledigt haben, dann bekommen wir abschließend dafür nachher noch eine Trophy. Und ja, das ist nämlich auch ganz cool, wenn du die Sidequest machst und dann bist du der Platin natürlich nochmal einen Weg näher. Hier jetzt noch die legendäre Truhe. Du siehst, das ist alles sehr eng beisammen. Wir bekommen hier noch einen leichten Runenangriff. Und wenn du natürlich wissen möchtest, wie es in dem nächsten Gebiet weitergeht, beziehungsweise wo du das Gebiet dann auch findest, dann folg doch einfach hier dem Video. Und in diesem Sinne, hab vielen Dank, dass du dabei warst. Hau rein und mach's gut.